Damit hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, es ist recht bewölkt, aber die Bewölkung, die sagt schon irgendwie so ein bisschen was voraus. Es könnte schon so erste Vorboten von Gewittern sein. Aber ja, noch so viel merken wir nicht. Aber was man auf jeden Fall merkt, es ist fast komplett windstill. Und das ist eigentlich immer so ein typisches Zeichen von Gewittern. Das, also es ist ganz, ganz leicht bewegen sich die Blätter, aber es ist fast gefühlt windstill. Und auf jeden Fall, ja, es ist heute Morgen, das wird das nochmal so ein kleines, nochmal so ein kleines Update, weil es ändert sich ja immer so ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall ist es immer noch so, dass dieses kräftige Gewittertief im Südwesten immer noch da ist. Und das wird auch gegen Abend dann wahrscheinlich eine heftige Gewitterfront auslösen. Vom Schwarzwald, von Frankreich her auch vielleicht sogar, oder Schweiz, eigentlich von der Schweiz eher. Und ja, das Ganze wird dann wahrscheinlich Richtung Norden, Nordosten ziehen. Ein Teil davon könnte auch Richtung Bayern ziehen. Und da sind teilweise Spitzenböen von über 110 Kilometer pro Stunde, also teilweise Windstärke 12. Das ist schon richtig heftig, was da möglich ist. Also das ist schon richtig übel. Da können Bäume entwurzelt werden. Da können halt auch natürlich Tornados entstehen, die Gefahr von Superzellen dementsprechend. Das ist halt wirklich nicht gerade ja, so eine geile Lage. Es ist schon eine geile Lage für Stormchaser, aber nicht für Leute, die sich nicht dafür interessieren und einfach hoffen, dass das vorbeizieht. Das ist halt genau so eine Lage, wie wir sie vor letzter Woche hatten. Auch Sonntag oder Montag, da gab es ja auch dann im Süden auch diese kräftigen Gewitter. Und das wird jetzt wieder so kommen. Und im Rest des Landes, da kann es auch kräftige Gewitter geben, nur die werden wahrscheinlich nicht so unwetterartig ausfallen wie jetzt im Südwesten. Einfach, die können halt auch kräftig ausfallen mit kleinkörnigen Hagel, so 1 bis 3 cm. Und halt auch Sturmböen, aber ja, der Hauptfokus wird da wahrscheinlich nur der Starkregen sein, denke ich mal. Aber im Südwesten, wie gesagt, da ist halt auch die Tornadogefahr erhöht, weil einfach da auch die Windscherung passt. Das Tief, das dreht sich ja sowieso. Und von daher ist das ja sowieso ideal für Tornados. Also Tornados können es auf jeden Fall geben. Es gab sogar gestern schon einen Tornado in Belgien. Ein F3-Tornado, so wie ich mitbekommen habe oder sowas. Ist schon heftig. Und auf jeden Fall, es hatte sich jetzt schon Richtung Frankreich so eine kleine Gewitterzelle entwickelt gehabt. Die hat sich jetzt aber schon wieder abgeschwächt. Aber ich hoffe mal, dass im Laufe des Tages dieses Wolkengebiet hier mal wegzieht und dass wir dann mal wieder in den Sonnenbereich reinkommen, weil so wird halt die Energie gedämpft und ja, dementsprechend auch die Gewitterwahrscheinlichkeit. Aber ich weiß halt wirklich nicht, ob das wirklich heute was wird, aber ich habe mir mal die Wettervorhersagen angeguckt und das sieht nicht schlecht eigentlich aus für heute. Also das sieht ganz in Ordnung aus. Ja, und vielleicht kommt ja dieses Gewittergebiet ja doch zu uns voran und ja, weiß man ja nicht. Momentan liegt es eher südöstlich bzw. östlich von uns. Wenn es da wäre, würden wir nur eher Starkregen abkriegen. Aber halt am Dienstag würden wir was abkriegen. Aber sagen wir mal, heute ist ja halt, wie gesagt, die Gefahr so ganz Süden eigentlich erhöht. Dann wenn dieser Gewittercluster nach 90, also dieser Mesoscale Convective System, also so ein MCS, so ein größerer Gewitterkomplex, der kann halt doch größere Teile treffen. Natürlich sind auch dann dementsprechend könnten Sachsen-Anhalt, also nicht Sachsen-Anhalt, Thüringen, auch Sachsen-Anhalt, aber da weiß man noch nicht, ob das wirklich so weit vorankommt. Das könnte eher am Dienstag Thema werden. Hessen, vielleicht auch NRW noch, da weiß man aber nicht so ganz. Oder da ist so eine Sache, da wird nicht von so vielen Wettermodellen was angedeutet, aber es ist trotzdem so viel Energie da, dass sich trotzdem was bilden kann. Nicht muss, aber es kann sich was bilden. Nicht wundern, dass ihr hier so von Kleinkindern Stimmen hört. Hier ist ein Kindergarten in der Nähe. Auf jeden Fall ziemlich spannend, was heute passiert. Und im Laufe des Abends soll ja auch im Westen so eine kleine Gewitterfront Richtung Nordosten ziehen. So Richtung Richtung Westen Niedersachsen. Und dann soll es unter Abschwächung dann nach Ostfriesland ziehen, so Richtung Nordsee. Aber natürlich ist auch was möglich, dass auch was zu uns hier kommen kann. Deswegen wird ja nicht umsonst hier vor Gewittern gewarnt heute. Also sind bis Zenit heute berechnet worden. So gegen 17, 18 Uhr. Mal gucken, ob das auch so kommt oder wieder hinten berechnet wird. Aber laut den Berechnungen zufolge sind wir eigentlich mittendrin in diesem Teil. Also was morgens so gegen 4, 5 kommen würde, das wäre genauso wie das letzte Mal. Aber naja gut, das wäre auch quasi Nachtgewitter, weil es dunkel wäre. Ja, und wie gesagt, da können sich heute Superzellen entwickeln. Tornados, alles ist mit dabei. Das ist schon eine sehr, sehr brenzlige Lage, also ihr müsst wieder aufpassen, wegen den ganzen Dornbürsten, dass ihr alles reinholt, was irgendwie lose steht, nicht, dass irgendwas durch die Gegend fliegt und dann, ja,
irgendwie Schäden anrichtet oder noch was. Also keine Ahnung. Kann ja durchaus passieren. Und ja, in der Nacht dann, wie gesagt, dann kommt ja dieser Gewittercluster nach Norden voran, denke ich mal. Oder nach Nordosten, beides wahrscheinlich. Und ja, am Dienstag selber, da ist es noch so eine Sache. Da deutet sich an, vor allem so im Streifen in der Mitte von West nach Ost, dass sich da so eine Gewitterlinie entwickeln kann, so eine Konvergenzlinie. Und im Südwesten kommen wahrscheinlich schon wieder neue Gewitter auf, die ebenfalls wieder kräftiger ausfallen können. Aber da ist, denke ich mal, die große Südhälfte und Mitte davon betroffen, auch West und Ost, eigentlich so komplett die ganze Südhälfte. Südwest- und Osten, Südosthälfte natürlich. Norden ist auch eine gewisse Gewittergefahr da. Aber das könnte halt noch vom dieses Ringgebiet sein, was dann eventuell sich wieder aktiviert zum Gewitter. Muss man aber abwarten, ob das auch wirklich so kommt. Auf jeden Fall ist es ziemlich spannend und auch vor allen Dingen Richtung Abend, da ist auch wieder was möglich. Da soll das Ganze nämlich eher auslösen. Und wir sind momentan mitten in so einem roten Kern, also richtig, wo richtig Starkregen natürlich auch richtig Blitzaktivität bestimmt ist. Ja, und das natürlich so abends wäre, so gegen 8, 9, das wäre natürlich schon geil, ne? Das wäre auch wieder dann schön, da könnte man schon eine Blitze bestimmt filmen. Und ich denke auf jeden Fall, dass ich was kriege. Ob ich heute was kriege, das weiß ich nicht. In der Nacht, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Da muss man einfach ein bisschen Glück haben, dass sich halt, je nachdem, wie sich das Gewitter entwickelt, das hat dann eine eigenständige Zugbahn. Je nachdem, wo es halt hinzieht, ist voll Kachelwetter, wird angedeutet, dass es nach Norden vorankommt. Also wären wir theoretisch mittendrin. Aber bei Warmwetter wird gesagt, dass es nach Nordosten zieht. Ja, es sind einfach natürlich noch Unsicherheiten da, weil man einfach gucken muss, wie sich das Ganze im Endeffekt entwickelt. Also von wegen, ja, wenn es dann so kommt, dann zieht es halt so. Und wenn es dann halt da entsteht, dann zieht es halt so weiter. Muss man halt gucken. Aber wie gesagt, es besteht große Unwettergefahr. Und ja, morgen, da deutet sich auch nochmal was an. Aber eher wahrscheinlich in östlichen Landesteilen. Sonst im Rest des Landes eher, denke ich mal, regnerisch. Bisschen kühler, weil wir dann unter diesem Höhentief liegen werden. Und in der Höhe ist halt deutlich kühler als unten. Und da können sich ja halt trotzdem immer wieder Schauer und Gewitter entwickeln. Die werden aber nicht mehr so stark werden wie heute und morgen. Und dann zum Donnerstag hin, da gibt es wahrscheinlich noch im Osten Schauer. Und dann wird es auch irgendwann dann, ja, so langsam ruhiger und auch wärmer vielleicht. Weil dann baut sich wahrscheinlich so ein Skandinavien hoch auf. Und das könnte dann auf jeden Fall sehr angenehme Temperaturen bringen. Und hoffen wir, dass von meiner Mutter ihr Geburtstag Richtung nächste Woche, dass der dann schön wird und nicht so regnerisch oder gewitterig. Wäre halt echt schade drum. Und ja, ich hoffe echt mal, dass heute was kommt. Ich werde mich auch vielleicht melde ich mich nochmal mit dem Video, aber ich hoffe mal, jetzt konnte ich nochmal so ein bisschen Update geben. Ich kann nochmal zusammenfassend sagen, ich muss halt gucken, dass ich, wenn ich irgendwas erzähle, dass ich nicht immer wieder aus der Bahn rede, weil das merkt ihr ja, fange ich wieder damit an, fange ich damit an, dann kommt man ganz durcheinander. Wie gesagt, zum Nachmittag geht's los. Es gab jetzt schon im Westen erste Gewitter oder auch heute Morgen schon im Südwesten, schon Richtung Frankreich, die sich Richtung Norden ausgebreitet haben, aber jetzt schon wieder abgeschwächt sind. Und je mehr man Richtung Abend kommt, desto mehr Gewitter können entstehen, vor allem so Richtung NRW. Und natürlich kann sich auch Richtung Hessen da was eventuell ausbreiten, aber das sieht momentan nicht so aus, obwohl das viele Wettermodelle hindeuten. Von der Super-AD-Modell, das sieht das so. Aber das ID2-Modell zum Beispiel, oder ID2-Modell, das sieht das nicht so ausgeprägt, sondern eher nur im Süden. Und ja, da muss man gucken, wie es im Endeffekt entsteht. Und genau in der Nacht, da breitet sich der Gewittercluster voraussichtlich nordwärts und östwärts aus. Und ja, ein Teil davon könnte sich halt auch Richtung Bayern verlagern. Und ja, wird eine unruhige Nacht werden für manche, und das ist natürlich auch dann, wie gesagt, Tornados möglich, also sehr gefährlich, vor allem wenn man nachts nichts sieht, außer wenn es mal blitzt. Und genau, morgen dann, wie gesagt, ganz Tag über in fast ganz Deutschland eigentlich eine erhöhte Gewittergefahr, und im Süden, da ist halt wieder sehr brenzlig, und da kann es halt auch vielleicht sogar wieder zu Superzellen kommen. Also sehr spannend auf jeden Fall, was möglich ist bei Wetter Online. Da sind wir zum Beispiel für heute Abend einfach genau drin in diesem Gewittergebiet. Müssen wir halt mal gucken. Beziehungsweise für heute Morgen habe ich gemeint. Für heute Abend. Da ist gar nicht so viel drin, aber so ein einzelnes Gewitter könnte sich hierher bewegen. Aber muss man abwarten, wie sich im Endeffekt halt hier noch die Wolkendecke aufreißt, dass halt nochmal schön die Sonne einstrahlen kann. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, haut rein. Das war jetzt mal das Update. Ich hoffe mal, das kommt so. Wenn nicht, dann ist es halt so. Dann muss ich halt auf Dienstag warten. Und Dienstag könnte ich, denke ich mal, was bekommen. Muss man aber abwarten. Ich würde sagen, haut rein. Und
Ja, wünsche mir auf jeden Fall viel Glück, ne? Und natürlich auch, wenn der Fahrbahn jetzt gerade zusieht, dir natürlich auch, ne?